Weshalb du nicht aufhören kannst, an sie zu denken. Herzlich willkommen, mein Name ist Don John Verführt, dein Flirttrainer und Dating-Coach. Und auf diesem Kanal hier lernst du, wie du fernab vom Online-Dating und fernab vom sozialen Kreis, wann immer du willst, Frauen ansprechen, daten und verführen kannst. Abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke unten rechts, damit du auch kein neues Video von mir verpasst. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gibst du dem Video jetzt einen Daumen nach oben und hinterlässt einen Algorithmus-Kommentar. Grund Nummer 1, warum du nicht aufhören kannst, an sie zu denken, ist, dass du diese Frau stalkst auf den Social-Media-Kanälen. Du schaust, was macht sie gerade, wo befindet sie sich, mit wem ist sie da. Dann schaust du vielleicht die Fotoalben auf Instagram. Ah, ist sie da mit irgendeinem Typen gerade am Anbandeln, auch wenn das vielleicht nur Kumpels sind, wie auch immer. Und das ist so eine Abwärtsspirale, denn je mehr du sie stalkst, ja, auch wenn es nicht in echt ist, sondern auf Social Media, desto mehr wirst du abhängig von ihr. Du wirst sehen, wann hat sie das neueste Bild gepostet, und das gibt ja, es ist eine Art Sucht. Je mehr du das machst, desto mehr willst du von ihr, und je mehr du neue Beiträge siehst, desto mehr kickt dieses Dopamin rein, und es ist selbsterklärend, das ist kein gutes Verhalten ist. Also die erste Sache, die du immer tun kannst, ist, wenn du merkst, dass du dich in so einer Negativspirale befindest, dass du das einfach cuttest, dass du einfach Disziplin walten lässt und sagst, ich würde gerne, ich will, aber ich tue es einfach nicht, weil ich weiß, das tut mir auf lange Sicht nicht gut. Genauso wie du nicht jeden Tag Alkohol trinken sollst oder jeden Tag viele Süßigkeiten. Genauso wenig solltest du eine bestimmte Frau oder überhaupt Frauen großartig auf den Social-Media-Kanälen hinterherhängen oder vielleicht sogar noch schreiben, und dann kriegst du keine richtigen Nachrichten. Hör auf damit. Also konzentriere dich auf dich, konzentriere dich darauf, dass du neue Frauen kennenlernst, wo wir auch schon beim zweiten Punkt sind. Wenn du abhängig bist von einer Frau oder immer an sie denken musst, dann liegt es daran, dass du einfach keine Frauen in deinem Leben hast. Und sobald du mal eine Frau hast, die dir die Nummer gibt oder die mal dich angelächelt hat, dann überbewertest du diese kleine Aufmerksamkeit, die du von ihr bekommen hast. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Frau dann tatsächlich auf dich steht. Vielleicht mag sie dich nur oder vielleicht war es einfach nur ein unverbindlicher Flirt. Und wenn du aber keine anderen Frauen in deinem Leben hast, dann idealisierst du, dann projizierst du da Dinge in die Frau rein, die kann dir gar nichts dafür. Du denkst, das ist die Traumfrau und das ist die Beste. Und ich weiß, wie es ist. Ich habe in meinem ganzen Dating-Leben Frauen gehabt, die ich ein bisschen mehr gemocht habe, und andere, wo es so lala war. Und natürlich gibt es Frauen, die du ein bisschen besser findest als die anderen, die vielleicht besser im Bett sind oder die du einfach von der Persönlichkeit kompatibler zu dir findest. Und auch hier sei gesagt, dass du auch andere Frauen finden wirst. Vielleicht wird es nicht die nächste sein, vielleicht die übernächste, aber du wirst wieder eine Frau finden, die du so gut findest wie der du hinterher hängst. Also hör auf damit, mit diesem Stalken. Hör auf auch damit, irgendwas in sie hinein zu projizieren, was nicht da ist. Und fange an, mehr Frauen kennenzulernen. Denn sonst, die Frauen riechen 3 Meter gegen den Wind, wenn da ein Typ kommt, der keine Frauen in seinem Leben hat, weil dann wirst du automatisch bedürftiger, du bist auch unsicherer in Gegenwart von Frauen. Nicht nur im Dating-Kontext, sondern allgemein, wenn du was mit Frauen zu tun hast, in der Arbeit oder sonst was. Die Frauen merken, ach, der Typ ist nicht der sicherste im Umgang mit Frauen, und du wirst dann auch nicht in so eine Abwärtsspirale reinrutschen, wenn du einfach mehrere Frauen kennenlernst, mehrere Frauen die Aufmerksamkeit geben. Natürlich ist es schön, aber es ist nicht mehr abhängig von einer bestimmten, und das führt dazu, dass du da ein bisschen entspannter an die Sache rangehst. Und die vierte und letzte Sache, warum du von ihr nicht loskommst, ist, dass du so eine Art ein verklärter Romantiker bist, ein hoffnungsloser Romantiker, der seine Identität darum geformt hat, okay, ich bin derjenige, der Liebesbriefe schreibt, der Frau Blumen bringt und die eine Traumfrau gefunden hat. Das ist einfach nur eine Idee, an der du dich aufhängst. Das hast du vielleicht früher in Filmen gesehen oder hast es irgendwo gelesen und denkst, das ist es jetzt. Aber das ist eine Scheinidentität. Das ist nichts, wo du dich darauf verlassen kannst, und spätestens dann wirst du es merken, wenn die Frau dich betrügt oder wenn die die Beziehung beendet und merkst, oh scheiße, ich dachte, das wäre die Frau und durch Zufall findet man sich und bleibt für immer zusammen. Hör auf, überhaupt an solche Gedanken zu denken, und das Romantische, das Verklärte ist nicht deine Identität. Das ist etwas von außen sozial aufoktroyiertes, was die Gesellschaft oder in manchen Liedern vielleicht auch vermittelt wird. Aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Und diese Identität brauchst du nicht, um dich sicher zu fühlen, sondern fang an,
mehr Frauen kennenzulernen, sehe der Wahrheit ins Gesicht und dass es nicht nur diese eine bestimmte Frau gibt, sondern es viele Frauen gibt, die du verführen kannst, mit denen du Spaß haben kannst. Und dann hörst du auch auf, Frauen auf ein Podest zu stellen, wirst ein bisschen entspannter und Frauen werden dich dafür lieben, wenn du sie nicht wie eine Königin, eine Prinzessin behandelst. Sie sagen dir natürlich, ja, sie wollen die Prinzessin oder eine Königin sein, wie auch immer, aber in Wahrheit wollen sie jemanden, der mit denen gut umgehen kann und ein hoffnungsloser Romantiker, der ihr ständig schreibt oder ihr Blumen mitbringt und immer mit sie in Ausflügen groß vorbereitet mit ihr, das ist nicht, was die Frau will. Wenn du sagst, das klingt alles schön und gut, aber genau hier habe ich Probleme, weil du kommst gerade aus einer Ehe oder aus einer Beziehung oder hast allgemein zu wenig Sex und Dating-Erfahrungen sammeln können in deinem Leben und willst daran was ändern, hast aber niemanden, brauchst jemanden, der dich dabei unterstützt, der den Arschtritt gibt, damit du die Frau noch ansprichst und dadurch ein erfülltes Dating-Leben führen kannst, dann muss es nicht so bleiben. Unter dem Video findest du wie immer den Link zum kostenlosen Erstgespräch oder oben rechts bei dem i. Da klickst du einfach drauf, schickst die Bewerbung ab und ich melde mich innerhalb der nächsten 7 Tage bei dir und zeige dir Schritt für Schritt, wie wir das Ganze angehen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.